Hallo, ich begrüße alle Zwillinggeborenen und Zwillingaszendenten. Das ist euer Monatsorakel für den Monat Mai 2017. Ich habe euch ein Neunerblatt mit dem Matera-Orakel ausgelegt, zusätzlich noch eine Orakelbotschaft und am Ende des Videos habt ihr die Möglichkeit, euch bzw. eine Frage zu stellen, die man mit Ja oder Nein beantworten kann. Und am Ende des Orakels decke ich dann diese drei Karten auf. Ihr könnt euch dann für einen dieser drei Karten entscheiden, entweder oben, Mitte oder unten. So, ja, so, jetzt könnt ihr es, glaube ich, besser sehen. So, genau. Starten wir gleich los und schauen uns jetzt mal euer Hauptthema an. Und hier haben wir die Karte Entscheidung, Erkenntnis und Konsequenz. In welchem Bereich diese Entscheidung getroffen wird, verraten uns die umliegenden Karten. Wir haben hier die Einladung, Idee und Umsetzung. Schmerz, Verletzung, Disharmonie. Neubeginn, Attraktivität. Das Zuhause, Heim, Familie. Veränderung, Flexibilität und Wiederkehr. Freundschaft, Akzeptanz und Hilfsbereitschaft. Neuanfang, Ende und Schicksal. Und wir haben hier Humor, Widersprüchlichkeit. Es sieht also ganz klar danach aus, dass es um das Zuhause, um Familie, um das Heim geht, aber auch um das Thema Freundschaft. Hier wirst du womöglich im Mai eine Erkenntnis bekommen. Eine Entscheidung für eine Veränderung wird stattfinden. Und hier haben wir dann auch den Neuanfang. Weil wir daneben hier die Widersprüchlichkeiten haben, die Unglaubwürdigkeiten, kann es auch sein, dass es im Bereich der Freundschaft, im Bereich der Familie vielleicht sehr, sehr viele Widersprüche gegeben hat. Auch sehr, sehr viel Schmerz, Disharmonie und da wirst entweder du oder jemand aus deinem Freundeskreis, aus deinem Familienkreis eine Entscheidung treffen, nämlich die Entscheidung, dass eine Veränderung stattfinden muss. Und da wird auf jeden Fall der Neuanfang reinkommen. Du hast hier vielleicht schon Ideen, möchtest diese Ideen auch gerne umsetzen, was Familie betrifft, was Freunde betrifft. Da kann es natürlich auch bedeuten, dass du gerne eine Einladung aussprechen möchtest oder dass du eine Einladung von Familienmitgliedern, von Freunden bekommst, um hier wirklich eine Veränderung zu machen, einen Neuanfang anzugehen. Es kann also sein, dass du hier umsetzen möchtest oder es kann auch sein, dass Familie oder Freunde umsetzen wollen und dich oder hier auf dich zugehen, ja, was diese Entscheidung betrifft. Es kann aber auch sein, dass es nur dass der Familienbereich bedeutet und die Karte Freundschaft bedeutet auch Hilfsbereitschaft. Vielleicht hilfst du jemanden aus deinem Familienkreis, hier eine Entscheidung zu treffen für eine Veränderung, für einen Neuanfang und für einen Neubeginn, ja, weil es sehr, sehr viele Verletzungen gibt oder gegeben hat, sehr, sehr viele Widersprüchlichkeiten und du hilfst hier einfach, indem du wirklich versuchst, den Neuanfang, die Veränderung mit dieser Person oder mit diesen Personen umzusetzen. Andersrum ist natürlich auch möglich, dass jemand aus deiner Familie dir hilft, für dich, also dir hilfsbereit gegenübersteht für einen Neuanfang, für eine Entscheidung, für eine Veränderung. Ja, weil es sehr, sehr viel Disharmonie gegeben hat, vielleicht im Mai auch noch geben wird, sehr, sehr viele Widersprüchlichkeiten und entweder wirst du hier auch hilfsbereit sein oder jemand aus deiner Familie oder deinem Freundeskreis. Je nachdem, in welcher Situation du bist. Es kann auch sein, dass du mit dieser Legung gar nichts anfangen kannst, dass bei dir freundschaftlich und familiär alles in Ordnung ist. Es kann auch sein, dass das jemanden anderes aus deinem Freundeskreis, aus deiner Familie betrifft, wo du hier auch helfen wirst, einen Neubeginn zu starten. Oder es kann auch sein, dass diese Legung einfach nicht für dich bestimmt ist. Dann, wenn du
gerne wissen möchtest, wie dein Mai sein wird, kannst du natürlich gerne bei mir eine Monatslegung buchen. Dann hast du die hundertprozentige Sicherheit, ich habe mich auf dich konzentriert beim Mischen, ich habe mich auf deine Situation konzentriert und ich kann dir genau sagen, wie es bei dir weitergehen wird. Bei so einer allgemeinen Legung kann ich ein Neunerblatt nur für Allgemeinern. Und du musst halt dann schauen, wenn du keine private Beratung haben möchtest, wie und ob das eben für dich passt. Und dann musst du dich halt mit diesen Aussagen auch zufrieden geben. Es kann natürlich auch sein, so wie bei allen anderen allgemeinen Orakeln, dass du nur eine Botschaft bekommen sollst mit dieser Orakelkarte, die dir vielleicht hier einen Hinweis geben soll. Und hier haben wir Intuition. Deine Intuition ist die Stimme deiner Seele. Lausche ihren weisen Worten. Vielleicht sollst du hier auch die Information bekommen, auf deine Intuition zu hören, auf deine Seele zu hören. Vielleicht hast du schon Signale bekommen und diese hast du noch nicht so recht wahrgenommen. Dann kann es hier wirklich sein, dass das genau deine Botschaft ist. Es muss ja nicht alle Karten hier auf alle zutreffen. Wenn du sagst, nee, damit kann ich nichts anfangen, aber mit dieser Botschaft hier, Jackpot, ja, dann ist das einfach hier deine Karte, die dich erreichen soll. Anders ist es natürlich auch möglich, dass weder das noch das hier für dich eine Rolle spielt, sondern dass du durch dieses Orakel die Möglichkeit hast, eine Frage zu stellen, die man mit Ja oder Nein beantworten kann und du einfach hier nur durch diese Karte, die ich dann für dich aufdecke, je nachdem für welchen Engel du dich hier quasi entscheidest, dass du dadurch eine Antwort bekommst. Ja, auch das ist hier möglich. Wenn du jetzt also Zeit brauchst, dich für einen dieser Engel zu entscheiden, übrigens, wo ihr die Karten bekommt, wo ihr die Engel bekommt, habe ich euch alles in der Infobox verlinkt, auch wo ihr diesen Energiestab bekommt und auch das Chakra-Tuch, was ich hier unterhalb habe, alles steht hier in der Infobox. Wenn du jetzt also Zeit brauchst, dich für einen dieser drei Engel zu entscheiden, einfach das Video anhalten. Ich starte hier gleich mit dem ersten Engel und das ist der Bergkristall. Und deine Antwort lautet Nein. Hier kann es sich um ein positives oder ein negatives Nein sein. Auch hier ist es möglich, dass das nicht deine Antwort ist, ja, weil das ja ein allgemeines Orakel ist. Aber zu 80%, wenn du dich für diesen Engel entschieden hast, ist das deine Antwort. Dann haben wir den grünen Engel, das ist grüner Jade, glaube ich. Hier haben wir die Antwort. Unwahrscheinlich. Also hier möchte man dir kein klares Ja, kein klares Nein geben. Hier möchte man einfach sagen, es ist zwar unwahrscheinlich, aber nicht ausgeschlossen. Also eher so ein Vielleicht. Dann kann hier beim letzten Engel, und das kann man leider nicht so gut hier über die Kamera erkennen, das ist am Rosenquarz drinnen. Und hier kann dann nur noch das Ja versteckt sein. Auch hier ein positives oder negatives Ja. Ich wünsche allen Zwillinggeborenen einen wunderschönen, liebevollen, gesunden und erfolgreichen Mai. Alles, alles Gute. Tschüss.